Einer ist erst dann berühmt worden, als er schon pensioniert war. Heute ist er 80 und heisst Arnold Odermatt. Der Arnold Odermatt war nicht Fotograf von Beruf, sondern Polizist. Aber schon als Bub konnte er die Finger nicht von allem lassen, was nach der Kamera ausgesehen hat. Seine Bilder von Nidwalden sind in verschiedenen Bildbänden veröffentlicht und auch an Weltausstellungen gezeigt worden. Wann ist eine Landschaft für Sie spannend zum Fotografieren? Ja, immer, aber vor allem am Morgen früh, am Abend spät. Da kann man fast faszinierende Fotos machen. Wenn der so Sonnenaufgang und man See im Hintergrund ist, spiegelig mit Wolken. Sonnenaufgang ohne Wolken ist schon nicht das Richtige. Und mit Wolken zusammen gibt es viele spannendere Fotos. Stehen Sie immer noch morgen früh auf und können fotografieren? Ja, selbst als Morgenmuff. Wenn ein Foto kann mich begeistern kann, stehe ich dreimal am Morgen um 5 Uhr auf, weil ich weiss, dass man sich speziell finden. Ja, das mache ich eigentlich nur beim Fotografieren. Also früh aufstehen. Man findet immer und immer wieder Details. Wenn ich ein Ziel an einem Berg auf halbem Weg fliege, bin ich schon stecken und dann andere Sachen gefunden. Richtig berühmt worden ist der Arnold Odermatt aber durch etwas anderes. Seine Schwarz-Weiß-Fotos, die er als Polizist nach Autounfällen im Nidwaldner Land gemacht hat, als Beweismittel für die Untersuchungsbehörden. Und so gibt es kaum eine Strasse oder eine Brücke im Nidwaldner Land, wo der Arnold Odermatt nicht schon fotografiert hat. Mögen Sie sich noch erinnern, wie manchmal Sie zu dieser Brücke ausgerückt sind, zu fotografieren? Ich mag mich erinnern, dass viel mal passiert ist, aber nicht immer jedes Detail. Also dutzendmal sind wir schon da gewesen. Ja. Mir ist aufgefallen, die Umfälle, die sehen unglaublich spektakulär aus. Viel spektakulärer als heute. Obwohl es viel weniger Auto hatte zu dieser Zeit. Ja, weniger Auto hatte es schon. Da haben manchmal eine Stunde lang nur ein Auto gehabt. So. Das muss man sich so vorstellen. Aber früher konnten sie einfach fahren, so schnell sie wollen. Auch innerorts. Tempo 100 und so. Was hat man gegen? Keine Vorschriften, keine Gesetze. Die Polizei nur mit Velo beispielsweise. Und das war einfach das Leben damals. Und manchmal ist es schlimm. Schlimm. Jahrzehntelang hat sich außer den Nidwaldner Polizisten und Richtern niemand für die Bilder interessiert, wo der Arnold Odermatt meistens vom Polizeibus oben runter geschossen hat. Seit ein paar Jahren werden sie aber in den berühmtesten Fotomagazinen oder Ausstellungen gezeigt. Meine Fotos waren einfach selbstverständlich. Und auch von den Richtern, ich habe nie einen Kommentar gehört. Ich habe ein Glitter unter dem. Und ich habe geschaut, möglichst technisch gut, scharf, wenn sie sind und alles drauf. Und dass sie den Richtern entsprechen für ihre Gesichtspunkte. Aber zum Schluss habe ich immer meine Privatfotos gemacht, Bauchfotos. Etwas Spezielles, das mit dem Amtsvorgang nichts mehr zu tun hat. Einfach als Sammlung habe ich angefangen.